Hey, ihr Rock'n'Roller da draußen, herzlich willkommen bei www.playguitar.de und unserem Wikileak. Heute habe ich euch etwas mitgebracht von einem meiner absoluten Lieblingsgitarristen und Lieblingsmusiker, Lieblingssänger whatsoever. Leider hat er sich viel zu früh verabschiedet von uns, aber die Musik, die er hinterlassen hat, reicht für die nächsten 1000 Jahre, würde ich mal sagen. Hören wir mal, welcher Song das ist. Habt ihr es erkannt? Endorphin Machine von Prince, einer der geilsten Musiker aller Zeiten, und Gold Experience ist eines meiner absoluten Lieblingsalben und Endorphin Machine für mich einer der großartigsten Gitarrenriffs und Songs. Also, schauen wir uns mal an, wie der Apparat funktioniert. Wir fangen an im vierten Bund auf G- und B-Seite und spielen diese beiden gleichzeitig. Spielen dann quasi immer den vierten Bund auf der G-Seite, spielen dann im fünften auf der B-Seite, im siebten auf der B-Seite und wieder im fünften auf der B-Seite. Dann A und E als offene Akkorde. Das war's von uns für diese Woche, unsere kleine Hommage an Prince, den wohl geilsten Musiker, den ich in meinem Leben erleben durfte. Macht's gut, ihr Lieben, wir sehen uns nächste Woche bei www.playguitar.de und unserem Wikileak Rock'n'Roll.